Vor 20 Jahren stellte Seat den ersten Cupra vor. Im Jahr 2000 folgte der erste Leon Cupra. Jetzt kommt der stärkste Cupra aller Zeiten. Die Sonne scheint, wir sind hier in Barcelona und testen das neue Topmodell des Seat Leon, den Cupra 290. 290 PS, 350 Newtonmeter Drehmoment und wir sind richtig gespannt darauf, wie er sich fährt. Der Name Cupra ist die Abkürzung für Cup und Racing und das Design des neuen 290 zeigt beides deutlich. Der Wagen wirkt flach und kraftvoll und strotzt schon im Stand vor Dynamik. Vorn wird der schwarze Kühlergrill perfekt von der auffallend scharf gezeichneten Motorhaube und den Voll-LED-Scheinwerfern eingerahmt. Gemeinsam mit den Lufteinlässen des Frontschwellers führen sie die Aufmerksamkeit zur Fahrzeugseite. Dort fällt der Blick auf die typischen Leon-Außenspiegel und die 19-Zoll-Felgen. Die Rückseite des Autos ist typisch Leon. Nur etwas weicher gezeichnet, aber dennoch kraftvoll. Die Neuerung versteckt sich hier zum Großteil unterm Fahrzeug. Es ist die neue Abgasanlage des Cupra 290. Mit geringerem Abgasgegendruck sorgt sie nicht nur für einen natürlichen Sound, sondern trägt zudem auch zu der um 10 PS gesteigerten Leistung bei. Die Vorgänger des Cupra 290 hatten 265 bzw. 280 PS. Doch was bedeuten 10 Pferdestärken mehr bei einem Leon Cupra? Wir versuchen das herauszufinden und dabei objektiv zu bleiben. Bei all dem Spaß, den wir haben, ist das jedoch nicht gerade leicht. Wirklich beeindruckend bei diesem Fahrzeug ist die Drehmomentverteilung. Fast über das gesamte Drehzahlband liegen 350 Newtonmeter Drehmoment an. Die Lenkung ist straff und präzise. Dank der Leistung beschleunigt der Cupra brutal. Gott sei Dank sind auch die Bremsen den hohen Anforderungen gewachsen. Jordi Genet hat im vergangenen Jahr mit einem Seat Leon Cupra den Rundenrekord für ein frontangetriebenes Serienfahrzeug auf dem Nürburgring gebrochen. Wir hatten Gelegenheit, ihn zu fragen, was den Wagen so besonders macht. Ich denke, es ist ein sehr sportlich eingestelltes Auto. Es ist richtig schnell, viel schneller als Autos, die eigentlich in eine höhere Kategorie gehören. Auf der Rennstrecke bin ich damit sehr flott unterwegs und trotzdem kann ich damit mit meiner Familie zum Einkaufen oder Essen fahren. Es ist so, als hätte man zwei Autos. Es ist ein Auto, das jede Menge Emotionen transportiert. Das alles vereint in einem Fahrzeug zu diesem Preis ist wirklich sehr bemerkenswert. Die Höchstgeschwindigkeit des Seat Leon Cupra 290 ist auf 250 Stundenkilometer begrenzt. Mit dem DSG-Getriebe an Bord beschleunigt er von 0 auf 100 in nur 5,6 Sekunden bzw. in 5,7 Sekunden mit der manuellen Schaltung. Die angebotenen Fahrmodi sind einfach auszuwählen und unterscheiden sich deutlich voneinander. Im Cupra-Modus zum Beispiel fährt man extrem sportlich. Der Komfortmodus hingegen lädt zum entspannten Dahingleiten ein. All die Sportlichkeit und der Spaß haben jedoch auch ihren Preis. Den Leon Cupra 290 gibt es als Dreitürer, Fünftürer und als Kombi. Unser Modell ist der Fünftürer, der bei über 33.000 Euro startet. Zudem haben wir das Performance-Paket an Bord, welches zusätzlich 2.500 Euro kostet. So kommt unser Auto mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe und ein paar zusätzlichen Extras auf rund 38.000 Euro. Die Basisausstattung jedoch ist sehr umfangreich. Sowohl die elektronische Differentialsperre wie auch die Voll-LED-Scheinwerfer und das Infotainment-Paket sind Serie. Zudem gibt es eine große Palette an optionalen Sicherheits- und Assistenzsystemen, wie zum Beispiel die City-Notbremsfunktion, die Müdigkeitserkennung oder den Lane Assist. Auch der Innenraum passt perfekt zum dynamischen Gesamteindruck. Er ist modern, stilvoll und sportlich, ohne zu übertreiben. Die Sitze sind großartig, sie bieten genau den Halt, den man sich während der Fahrt wünscht und dennoch kann man bequem ein- und wieder aussteigen. Alle Instrumente sind gut erreichbar, lassen sich intuitiv und einfach bedienen und sind zudem gut ablesbar. Die Vorgänger des Cupras waren schon richtig gut. Somit war die Erwartungshaltung an den 290 extrem hoch, aber was soll ich sagen, sie wurden absolut erfüllt. Er hat mehr Leistung, er fährt sich ganz hervorragend, ohne dabei seine Alltagstauglichkeit zu verlieren.